Wir haben heute den Corona-Stufenplan für den Herbst präsentiert bekommen. Eine große Pressekonferenz, die haben wir live übertragen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, jetzt noch einmal die Details. Wie sieht es denn jetzt eben genau aus? Es gibt jetzt 3 Stufen. Diese Maßnahmen richten sich nach der Auslastung der Intensivkapazitäten. Das bedeutet Stufe 1 ab 10% Auslastung der Intensivpatienten, der Intensivstationen. So, durch Corona-Patienten tritt das in Kraft. Wir wissen, das tritt jetzt bereits ab 15. September in Kraft. Und da sind jetzt folgende neue Maßnahmen für uns da. Verschärfte Kontrollen der geltenden Maßnahmen. Antigentests nur mehr 24 Stunden gültig. FFP2-Maske statt Mund-Nasen-Schutz verpflichtend, wo es jetzt derzeit die Maskenpflicht gibt, also täglicher Bedarf, öffentliche Verkehrsmittel. Du denkst schon mit, gell? Es ist gar nicht so leicht. Empfehlung, FFP2-Maske auch im Handel, für Ungeimpfte verpflichtend. 3G bei Veranstaltungen ab 25 Personen. Bisher war das bei 100. Jetzt schauen wir zur nächsten Stufe. Das ist die Stufe 2 ab 15% Auslastung der Intensivstationen, jedes Mal verspreche ich mich da, der Intensivstationen durch Corona-Patienten tritt in Kraft. 7 Tage nach Überschreitung. Also wir haben da immer eine 7-Tages-Vorlaufstrecke quasi, um uns seelisch darauf einzustimmen. Nachtgastro und Großveranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze. Zutritt nur für Geimpfte bzw. Genesene. Dann Wohnzimmertests, nicht mehr gültig als 3G-Nachweis. Und dann noch die letzte Stufe, 20%, ab 20% Auslastung der Intensivstation durch Corona-Patienten überall, wo 3G gilt, nur mehr Zutritt für Geimpfte, Genesene oder PCR-Tests. Also das ist der Unterschied. Ein PCR-Test, nicht mehr Antigen. Alles klar? Nein, überhaupt nicht. Ich bin vollkommen überfordert. Es tut mir leid. Ich bin halbwegs intelligent, aber vielleicht ist es mein Alter. Ich kann nicht mehr folgen. Wird jetzt so sein, dass man dann wahrscheinlich den Stufenplan mithaben muss? Ja, ein bisschen Zeit haben wir immer, ne? Von Stufe zu Stufe. Also man kann sich den auswendig lernen dann und dann kommen wir dorthin. Ja. Aber es ist wahnsinnig verwirrend. Also es ist einmal der Vorteil, es gibt einen Stufenplan. Das ist einmal der erste Schritt. Man hat sich geeinigt, aber nur geeinigt bis 400 Bettenbelegung. Ne? Und was ist dann? Ist die Frage. Wollen wir nicht hoffen, dass das kommt? Ja. Also wem das jetzt so schnell gegangen ist und wer es auch noch nicht so ganz versteht, auf unserer Homepage kann man das Ganze nachlesen, da kann man sich das auch ausdrucken, auswendig lernen, alles möglich. Grundsätzlich sind wir ab 15. September bei der Stufe 1. Hm. Im Moment, wie sieht es denn aus? Sind wir bei 8% mit Covid-19 belegt in den Intensivstationen? Das sind 171 Menschen, Nicht-Covid-19-Patienten, 53%, das sind 1096. Tagesaktuell freie Betten, 38%. 789 Betten sind in ganz Österreich frei. Das klingt jetzt relativ viel. Auch der Ärztekammerpräsident Thomas Seckerer hat gesagt, das kommt ihm viel vor, das glaubt er gar nicht. Was sollen denn wir glauben, wenn sich mal die Ärzte wissen? Der Seckerer hat mir ja noch gesagt, letzte Woche beim Bürgerforum, dass es ja auf das Personal ankommt, nicht auf die Betten. Weil ich habe gesagt, warum hat man in dieser Zwischenzeit nicht die Betten erhöht, wenn man sie schon braucht? Aber das Personal. Jetzt müssen wir das Personal zählen. Das geschulte Personal, das kann man auch einsparen. Also es ist wahnsinnig für einen normalen Bürger, es ist wahnsinnig verwirrend. Wie geht es weiter mit uns? Ja? Die Planungssicherheit ist im Großen und Ganzen nicht da, muss man echt sagen. Ja? Also wir wissen die Konsequenzen, aber ich muss dann nachschauen, was muss ich tun. Aber schwierig. Mir fehlen die Worte heute. Tut mir leid. Es kommt drauf. Ich glaube, der Wille ist einfach der, es soll sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und der Impfdruck wird einfach immer noch größer. Ich glaube, das ist aber ein bisschen das Fazit. Man hat ja dann gesprochen, dass man jetzt Kampagnen machen wird, das gut verkaufen. Aber das spricht man doch schon seit Wochen. Warum macht man das nicht gleich? Das ist ungefähr wie bei der Lohnsteuersenkung. Das heißt immer angekündigt, wir machen es, aber es passiert nichts. Und da hätte man das schon längst ansetzen müssen. Also ich glaube, das war immer so zur internen Beruhigung der Landeshauptleute oder wie auch immer. Und diese Konflikte zwischen Ludwig und Kurz, das interessiert uns ja alles nicht. Wer ist außen vor? Wir wissen ja auch nicht, ob Ludwig jetzt anders entscheidet für Wien nochmal. Das ist ja nicht, oder ist es gegessen? Nein, nicht wirklich. Kann ja anders kommen. Genau. Und wir sind gespannt, welche Verschärfungen dann noch kommen werden. Ja. Wien wird vermutlich wieder einen eigenen Weg gehen. Was ändert sich jetzt eigentlich für dich für die Nachtgastronomie? Nachtgastronomie, das habe ich mir, glaube ich, gemerkt. Das ist ab den 15%, oder? Nein, ab 20% müssen die 2G-Regel. Genau, 2G-Regel. Genau. Das heißt, und angeblich habe ich gehört, nur mehr Geimpfte und Genesene. Okay. Und bei uns, wir kommen ja gar nicht vor, oder? Wann wir die 2G-Regel haben sollen. Ich möchte jetzt gerade noch dazu erwähnen, Nachtgastro und Großveranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze. Zutritt nur für Geimpfte und Genesene ab 15%. Ja. So. Für dich gilt Zutritt für Geimpfte, Genesene oder PCR-Test ab 20%. Das heißt, du musst schauen, ob alle einen PCR-Test zumindest haben.
Naja, also ich sage bei uns, bei vielen sind ja die meisten geimpft. Also man muss ja wirklich sagen, also wir haben 80-85% Geimpfte bei unserer Gastronomie, in Kaffeehäusern. Ich nehme an, in der Spitzengastronomie auch. Ja? Da ist es ja leichter zu überprüfen. Also ich habe gehört, dass der Spitzengastronomie und Hotels jetzt sogar dafür sind. Also da ist es ja für Geimpfte, also... Ich bin halt echt verwirrt, es tut mir leid. Wirklich verwirrt für die 1G-Regel. Aber sag mal, die normale Tagesgastronomie, ja, wo man jetzt einen Kaffee trinken geht, zum Würstelstand und wo man halt einfach schnell hingeht, da will man es nicht durchziehen können. Ja. Aber es gibt eigentlich keine Lösung. Es gibt, bis zum Ende ist das nicht durchgedacht. Ja. Ich glaube, sie können sich nicht einigen. Und man hat etwas gesagt und das biegt und jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Wir haben die 3G-Regel in der Gastronomie schon seit einiger Zeit. Wie gut funktioniert das denn für dich? Eigentlich wunderbar. Also wir kontrollieren es auch. Also vielleicht sollte man da mal ansetzen, mehr zu kontrollieren. Das wird natürlich auch schwierig sein. Wer kontrolliert? Also ich glaube, es dürfen nur Magistratsbeamte, ich glaube, Polizei darf nicht reingehen und kontrollieren. Also wie die Befugnis. Das wird kommen, hat es geheißen. Am 15. September wird es verschärfte Kontrollen der geltenden Maßnahmen geben. Das würde schön sein, wenn die Polizisten reinkommen. Ich glaube, dann gehen die Leute gleich davon oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist, naja, sagen wir so, ich möchte nicht, dass die Gastronomie wieder außen vor ist und wirklich, wirklich dasteht und wir müssen alles machen. Und jetzt wieder schauen, ganz genau, PCR-Test, Antikörpertest und so weiter. Es ist wahnsinnig aufreibend. Ja? Aber wie gesagt, irgendwie muss man Druck machen. Sie haben es nicht leicht, ja? Aber wir sind alle verwirrt. Also ich glaube, die Politiker sind selbst verwirrt. Ja? Und alles, ja, es mir fällt heute nichts ein. Das ist ein Wahnsinn. Wo führt das hin? Ja? Ist in deinem Café schon mal kontrolliert worden? Ja, wir sind schon ein paar Mal kontrolliert worden. Das funktioniert so, dass Zivilleute kommen, setzen sich hin, warten gleich am Anfang, dass man fragt, sind sie getestet und so weiter, die 3G-Regel. Und wenn man nachfragt, dann sagen sie, okay, ihr habt alles erledigt, wir gehen gleich. Also ich meine, das war relativ einfach. Aber also sie kontrollieren quasi die Mitarbeiter? Sie kontrollieren die Mitarbeiter. Sie schauen, ob die Mitarbeiter Die Mitarbeiter da fragen. Und das kann ja natürlich am Anfang einmal durch die Lappen gehen. Es ist ja nicht so, wir haben ja oft am Wochenende so viel Geschäft, dass wir natürlich fragen, aber wenn jetzt jemand kommt und weiß nicht, wo die Speisekarte hingeht und nochmal weggeht, hat er schon gefragt, hat er nicht gefragt? Also es ist relativ schwierig, ja, im Ermessensspielraum. Aber ich habe von einigen gehört, dass die Strafe gezahlt haben, ja. Aber wie hoch ist die Strafe? 3.400 oder so Euro. Ne? Und dann, das ist eine teure Frage, die dann der Mitarbeiter vergessen. Eine teure Frage. Ne? Das kannst du bei den Mitarbeitern nicht umhängen. Und vielleicht sollte man es selber an den Mangel nehmen, dass man sagt, okay, wir Gastronomen kontrollieren, schauen wir, dass wir die Inzidenz niedrig halten, was wir machen können, ja? Das ist was in unserem Maße steht. Aber es ist nicht leicht, für niemanden leicht. Mich interessiert natürlich, kommt jetzt eine Maskenpflicht für die Kellner? Wie auch immer, das hat man heute nicht rausgehört. Ne? Also, Und die Kunden bei dir im Restaurant werden nicht kontrolliert von den Beamten, ob sie den 3G-Nachweis mithaben? Das haben wir nicht. Also die gehen nicht rum und kontrollieren dann die. Also es ist nur, wenn man vergisst zu kontrollieren, dann geht's los. Also ich habe das noch nicht so weit erlebt. Also ich höre von den anderen nichts, dass es so funktioniert. Also die gehen, marschieren nicht rum und fragen die Gäste. Werfen wir kurz einen Blick zur Nachtgastronomie. Die ist ja besonders schwer gebeutelt. Mhm. Was hörst du da von den Kollegen? Ich lese nur immer, dass eigentlich einige das auch befürworten, ja, dass man das konsequent durchzieht. Aber es ist wahrscheinlich so wie bei den normalen Gastronomen. Also bei den Tagesgastronomen kann ich sagen, da ist die Masse dafür keine 1G-Regel. Ja. Also eher die Spitzengastronomie und Hotels verstehe ich auch, dass man das vielleicht konsequent durchziehen könnte. Aber Nachtgastronomie, nein. Kann ich ja nichts sagen. Also ich weiß, manche wollen es, wird die Waage halten, weiß ich nicht. Aus Italien haben wir in dieser Woche gehört, dass die Gastronomiebetreiber mit heftigen Umsatzeinbußen zu kämpfen haben aufgrund des grünen Passes. Wie sieht es denn bei dir im Moment aus? Also wir waren im August schon wie vor 2 Jahren, war wunderbar, also hat den gleichen Umsatz gehabt. Also voriges Jahr war es viel schlechter und ich hoffe auf den September auch noch, dass die Touristen sind gekommen. Also wir sind zuversichtlich, aber wenn jetzt, wir kommen jetzt in der Planungsphase. Ich glaube, die Leute überlegen ja jetzt auch, also zu reisen oder wie schaut es im Oktober aus, wie schaut es im Wintertourismus aus mit den Buchungen. Also ich glaube, es gehört wirklich klipp und klar gesagt, wenn die Hospitalisierung noch weiter steigt, intensiv werden, dann gibt es einen Lockdown. Aber das will ja niemand aussprechen. Ja? Oder man macht die Impfpflicht. Also ich bin natürlich Gegner, aber irgendwas muss man mal aussprechen. Das ist halt schwierig. Ne?
Ich habe jetzt auch vorhin mit Thomas Sekares, mit dem Ärztekammerpräsidenten, über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Jetzt bist du ja ganz nah dran an den Menschen, hast jeden Tag ganz viele Menschen, die jetzt sicher über dieses Thema auch debattieren. Was hörst du denn da so für Meinungen? Wie empfindest du momentan die Stimmung im Land? Naja, es gibt solche und solche, nicht? Aber ich glaube, die Stimmung ist eher positiv, muss ich sagen. Also bei mir in meinem Café ist sie positiv, die Leute konsumieren viel und man versucht das Wort Lockdown zu vermeiden. Ja? Also es gibt einige wenige, die daran glauben. Privat muss man auch sagen, das Sie wahrscheinlich auch feststellen, gibt es Diskussionen. Manche sind ja die Negativdenker, manche positiv. Wir wollen positiv denken, dass keiner kommt. Also ich glaube auch, dadurch, dass jetzt einmal wirklich die Intensivbettenzahl hergenommen wird und nicht immer die Inzidenz, dass man da Panik kriegt, dass es eigentlich ein besserer Weg ist. Und ich bin der Meinung, dass das nicht so weit nach oben geht, dass es zu einem Lockdown kommt. Mhm. Dein Wort in Gottes Ohr, dass sich die Situation wieder beruhigt. Mhm. Hast du manchmal auch das Gefühl, es wird sehr viel Panikmache betrieben? Absolut. Angstmache, Panikmache. Und ich weiß es nicht. Also die Leute sind besser drauf, als wie was so gewisse Medien verkünden. Ja? Also ich meine, ich möchte euch nicht auch außen vor nehmen, aber es gibt halt so Schlagzeilen, viele springen da auf. Ja? Aber die Leute sind, was ich so beobachte aus einer Gastronomie, besser drauf, als wie die Medien das berichten. Wie lange denkst du, wird es brauchen, bis sich die Gastronomie wieder erholt? Ach, das bis es ganz wieder so ist. Also ich meine, ich bin jetzt neugierig, wie es überhaupt wird. Jetzt, wir haben ja begonnen, die Steuern zurückzuzahlen, Finanzamt. Also ich kann es noch nicht abschätzen. Ja? Manchmal kriege ich schon die Panik und wache auf. Ja? Denke mal, wir haben noch ein bisschen Reserve jetzt von diesen Zuwendungen. Aber der große Knopfdruck dann zum Schluss, geht es sich aus oder nicht, das ist das Schwierige. Also da werden viele ins Schleudern kommen. Und es wird sicher, bis das wieder ganz normal läuft, sicher 2-3 Jahre dauern, bis es wieder ganz komplett ist. Ja? Wie läuft es mit den Finanzhilfen für die Gastronomie? Naja, die sind ja jetzt prinzipiell jetzt vorbei, ne? Weil man jetzt dann so Umsatz hat, das war ja -40%, das hat ja jetzt niemand mehr, also die meisten. Schwierig ist es natürlich, die Banken, die bringen jetzt ein bisschen Schraube, ja, ziehen sie enger, weil wir jetzt rückzahlen müssen, Finanzamt. Also es ist, und dann kommt die große Abrechnung, ne? Am Ende des Jahres, Bilanz, und dann schauen wir weiter. Vielleicht müssen auch manche was zurückzahlen, die zu viel bekommen haben von diesem Ausfallsbonus. Also es ist eigentlich schwierig, es ist eine schwierige Situation und vor allem, weil man jetzt nicht weiß, wie geht's weiter. Was hörst du aus deinem Umfeld? Welche Gastronomiebetriebe trifft es momentan besonders hart? Naja, also ich glaube, Hotellerie in Wien, also das ist einmal das. Also bei mir, die Hotels rundherum, die kleineren, sind zu, glaube ich, 60-70% ausgebucht. Das geht schon, aber so die Spitzengastronomie geht ganz gut. Und ich glaube, im Land, was ich gehört habe, die Heurigen geht wahnsinnig schlecht, ja. Das ist das, aber so in Wien, also Kärnten auch, ich war jetzt gerade in Kärnten 2 Tage, fantastisch, die sind super zufrieden, die haben noch eine bessere Saison als letztes Jahr, sowohl Hotels als auch Restaurants. Ja, aber Wien, die Städte werden weiter leiden. Mhm. Mit welchen Gefühlen gehst du in Richtung Herbst, Winter in diesem Jahr? Ich persönlich mit sehr guten. Also ich versuche immer Optimist zu sein. Aber wenn ich so, eben die Medien, ich lese eines der Tagen keine Zeitung mehr. Muss ich dir echt sagen, ja? Ich bin ein großer Zeitungleser, aber ich arbeite auch viel, dadurch, dass man ja sehr viel mit den Kunden reden muss. Aber diese Panikmacherei und die Angstmacherei, die halte ich gar nicht aus. Was denkst du, macht das mit den Menschen? Jetzt geht das ja schon 1,5 Jahre so. Ich glaube, in aller Konsequenz ist das, also die Folgeerscheinungen werden erst kommen. Ja? Also ich meine, im persönlichen Umfeld haben wir noch keine Auffälligkeiten entdeckt, aber es wird sie bestimmt geben. Ja? Also es ist schon eine schlimme Zeit. Ja?